Wir konnten eine Reduzierung der Prüfzeit um 2/3 durch den schlauen Klaus erreichen. Erwartungen waren natürlich erstmal, ob das alles wirklich so funktioniert, ob das tatsächlich möglich ist, weil man ja nicht erwartet, dass ein Kamerasystem wirklich so auf Millimeter oder auf Zehntel genau vermisst. Wir haben natürlich einen großen Nutzen, wir sparen uns sehr viel Zeit, weil wir früher, also beziehungsweise bevor wir den Klaus hatten, waren Eingänge manuell am Computer aufrufen mussten. Das heißt, wir haben uns die Zeichnung aufrufen müssen und haben dann kontrolliert. Jetzt ist es so, dass wir mit dem schlauen Klaus die Ware nur rauflegen und der schlaue Klaus das Teil sofort vermisst. Also die Erwartung war hauptsächlich, dass wir im Wareneingang sowohl schneller als auch sicherer werden. Das heißt, schneller durch die automatische Erkennung und sicherer durch die weitere Dokumentation und auch Unabhängigkeit von Personal. Das heißt, das System prüft, soll prüfen und nicht mehr der einzelne Mitarbeiter. Der Mitarbeiter bekommt vom System gleich vorgegeben, was er zu tun und wann er es zu tun hat. Das heißt, es gibt verschiedene Prüfpunkte oder Prüfabschnitte. Das heißt, der erste ist dann, legt das Teil genau in dieser Form und Art und Weise hin, wie ein Bild zeigt. Er müsste dann Punkt A, Punkt B, Punkt C prüfen und wird richtig angeleitet, was er zu tun hat und kann also gar nicht wirklich groß was falsch machen. Erwartungen waren, dass wir die Prozess- oder die Prüfzeit im Wareneingang deutlich reduzieren, damit wir schnell auf unsere Marktanforderungen reagieren können. Wir konnten vor allen Dingen eine 100%ige Qualitätssicherung im Wareneingang sicherstellen, schnelle, unkomplizierte Einlernzeit, Änderungen können sofort eingepflegt werden und sind auch sofort gültig. Prüfprozesse sind insgesamt um 2/3 in der ganzen Zeit reduziert worden. Änderungen sind sofort möglich und gültig. Auch in Vertretungszeiten werden neue Kollegen schnell eingearbeitet und können diesen Prüfprozess übernehmen.